Als sich das heutige Wuppertal um 1900 die Schwebebahn leistete, galten die beiden Teilstädte Barmen und Elberfeld als so etwas wie das Epizentrum der deutschen Industrie. Im engen Tal der Wupper wurden da schon seit fast 5 Jahrhunderten Textilien produziert. Und so wuchsen die Einzelstädtchen zu Deutschlands einziger Bandstadt zusammen, entlang des Flusses und an den steilen Hängen, wo die industriellen Villen und die Wohnhäuser der Bessergestellten lagen. Wuppertal bringt es auf 4.500 Baudenkmäler. Das deutsche San Francisco wurde dem hier gegründeten Bayer-Konzern bald zu eng. Dem Boom der Stadt tat das aber kaum Abbruch. Doch Wuppertals Erfolgsgeschichte hatte auch ihren Preis. Als die Schwebebahn eröffnet wurde, galt der Fluss unter ihr als reines Gift. Über die Wupper gehen wurde zum Synonym für Sterben. Abwässer der Industrie machten sie zum dreckigsten Fluss Deutschlands. Wuppertals Schulen hatten an besonders heißen Tagen stinkefrei. Doch ohne Industrie und Dampfkraft wären unsere Städte im Mittelalter stecken geblieben. Und die Wupper ist mittlerweile einer der saubersten Flüsse Deutschlands.